So, moin moin und heidi ho, ihr Lieben. Genau, so war das. Wir sind hier jetzt bei Edna angekommen im Erdgeschoss und wollten das so ein bisschen erkunden. Hier konnten wir jetzt erstmal noch nicht so viel verwüsten. Wir gehen jetzt erstmal zur Pinnwand und schauen uns das da an, was auch immer es da so gibt. Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Verbale Notizen bleiben daran nicht haften. Schade. Kann ich da was aufschreiben? Hehe. Ah, die Kantine. Jo. Oh, Senf und Ketchup. Will ich haben. Nimm, nimm, nimm. Yeah. Damit werden wir noch Spaß haben. Aber erstmal reden wir damit. Wir müssen ja alles in unserem Inventar begrüßen. Muss ich wirklich zu allem meinen Senf dazugeben? Jo. Hi Ketchup. Hi Edna. Alles Tomate? Aber Logan, Digga. So. Wo gehen wir mal hin? Gehen wir erstmal da hinten hin. Das ist bestimmt die Küche. Oh, ist tatsächlich die Küche. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt. Oh, nicht schlecht. Speiseplan. Oh. Heute ist Wünsch dir was Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Oh ja, ich erinnere mich. Das war wirklich ein, wie ich finde, sehr ätzendes Rätsel. Ich freue mich jetzt noch nicht so wahnsinnig drauf, wenn wir da sind. Hallo Topf, was macht die Suppe? Oh, du kennst das ja. Köche zu vor sich hin, nicht? Ja, ja, ja. Mummel, 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 mummel. Der kommt mit. Ha! Juhu, wir haben einen Topf. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Nö. Dann will ich den aber anmalen. Darauf lässt sich leider nicht herumkritzeln. Oh. Können wir den mit Senf und Ketchup verschmieren? Hui, das wird lecker. Ach, schade, sehen wir nicht. Oh, hier ist noch eine Tür, schau mal. Ah, ich weiß, wo wir sind. Passt mal auf, wenn ich jetzt hier lang gehe, nämlich. Zack, bin ich wieder auf der anderen Seite. Das heißt, hier werden wir später nochmal hingehen. Ich weiß nicht, wie lang es im Keller dauert, aber die Fußmatte verschönern wir nochmal ein bisschen. Ich hasse diese Dinger. Es ist an diesem Riegel befestigt. Da steht Willkommen drauf. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Auch dir ein herzliches Willkommen, Matti. Hast du die Fußmatte gerade Mattis genannt? Nein, nein, ich nannte sie Matti. Mattis? Wie dein Vater Mattis? Nein, Matti. Matti, die Fußmatte. Es war nur... Hast du vielleicht den verdrängten Wunsch, dir die Füße an deinem Vater abzuputzen? Nein. Hey! Lass das, okay? So. Dann gehen wir erstmal wieder in den Speisesaal. Aber wir müssen noch diese Pflanze etwas verschönern. So, dann gehen wir mal da lang. Du. Fenster, Fenster. Oh, ah. Sigi? Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Soll bestimmt Sigmund Freud sein. Danke, Sigi. Deinetwegen gibt es Psychologie. Deinetwegen bin ich hier. Ja, schleich die. Sonst gebt ihr Sigi paar Watschen hinter die Gorschen. Der große Deuter Jung. Uhu. Ich hatte neulich diesen ganz verrückten Traum. Kleines Mädel, ich habe Kaffeepause, wenn es genehm ist.
Und... ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Buh! Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Okay. Da kommen nur die ganz kaputten hin. So, erstmal müssen wir hier... ein bisschen malen. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Stift. Ich habe alle Gitter und Mauern dieser Welt in Schutt und Asche geschrieben. Okay, kann man Freud dann malen? Ich habe mal geträumt, ich habe... Okay, das Gleiche. Also nur Dr. Marcel. Kann man den auch hier noch mit Ketchup beschmieren? Natürlich geht das. Dann gucken wir mal zu den Spieleprogrammierern rein. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, die wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ah. Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Übrigens interessant hier, der junge Mann, der hier sitzt, Poki, sehen wir auch hier. Das ist nämlich der maßgebliche Spieleentwickler gewesen. Finde ich ganz nett, dass er sich hier selbst reingemacht hat. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber... Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Gut, dann gehen wir wohl doch in den Keller, würde ich sagen. Wer braucht die schon? Dann gehen wir mal runter. Tüdelü. So, ab in den Keller. Okay, wir haben hier eine Tür, Treppen. Nur der obligatorische bringt eure Löffel zurück in die Mensa Aushang. Okay. Gehen wir mal da rein. Was haben wir hier? Ach ja, genau. Der Wäschelift. Beam me up, Scotty. Der ist natürlich auch ziemlich cool. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Den Wäschelift werden wir noch viel benutzen. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Hallo? Ist da jemand drin? So, aber weil wir es so gerne machen, alles schön mit Ketchup und Senf bekritzeln. Gut, das war's dann erstmal wieder. Wir kommen später wieder. Du-di-du. Oh, ein Graffiti. Sehr gelungen. Hallo, Dr. Marcel? Sind Sie das? Es wirkt so lebensnah, so lebendig. Ich wette, mal gucken, ob es klappt. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Sie hat tatsächlich Respekt vor etwas, man soll es nicht glauben. Ah, ein Aktenlager. Okay, hier könnten wir eventuell eine Anmeldung finden. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Da hat jemand anscheinend so viel den zweiten Teil von Zelda gespielt. Die will ich nicht mitnehmen. Hier steht nämlich, der Mond fällt auf die Erde. Und diese Botschaft kann gerne hier unten im Keller bleiben. Postkarten sind eigentlich ziemlich nutzlos. Die ist nicht an mich adressiert. Erst vom betreuenden Arzt unterzeichnen lassen, dann am Seminartag dem Therapeuten vorlegen. Ha. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Ah. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann.
Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Soweit ich mich erinnern kann, ist es hier tatsächlich ganz interessant, sinnvoll, sich Notizen zu machen, was die liebe Edna da findet. Es sei denn, man hat ein Gedächtnis wie ein Bär, das ich nicht habe. So, schnappen wir mal. Oh, ha! Witzig, habe ich schon gemacht. Sehr gut. Ich habe ja das Spiel schon mal gespielt, aber das letzte Mal ist schon tatsächlich 3 Jahre her. Aber ich habe hier mein wunderschönes kleines Notizbuch, das ich auch bei Conan benutzt habe. Und tatsächlich war eines der ersten Dinge, die ich hier notiert habe, Dinge zu Edna bricht aus. Schau einer an. Gut. Kein Problem, aber dann schauen wir uns das mal trotzdem an. Gucken wir mal, was hier über den Mann im Bienenkostüm steht. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name, der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier, ein schwarzes Pony. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Was finden wir denn zu Adrian? Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Das sind wirklich interessante Informationen. Ich hoffe, ihr könnt euch das alles merken, bis wir das alles brauchen. Oh, Trockelbecher. Mein Liebling. Das soll eine Krankenakte sein? Troggelbecher. Ich zitiere. Name? Troggelbecher. Erstes Haustier? Troggelbecher. Ein grüner Hund. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ach, Troggelbecher, er ist einfach ein Traum. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Peter. Erstes Haustier? Ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Einen haben wir noch, und zwar Hoti, allerdings nicht Moti. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Hoti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Und schauen, was hier sonst noch so ist. Ein Ofen. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Na und? Damit kommen nur... Ein richtiges Inferno. Kann man bestimmt was reinwerfen. Ah, ich will noch nichts schmelzen. Gehen wir erstmal runter. Oh, guck mal, verbogene Löffel. Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Wir haben ja dieses wunderschöne Skelett in der, ich glaube, zweiten Folge gesehen, dass da irgendwo im Mauerwerk war mit einem Löffel. Und so viel zu der, zum Hinweis, zum Speisplan, bringt eure Löffel mit. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Hallo? Jemand zu Hause? Huch? Ja? Was gibt es? Wer bist du denn? Mein Name ist Almelio Sanchez di Mubelfrub. Aber die Leute nennen mich meistens Allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna.
Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Almelio. Kopiere ich nicht. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Nee. Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es. Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Und der ist sturer als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Na gut. Schauen wir mal, was dann. Ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Okay. Ach, warte, ich wollte noch mal was schauen. Hat sich hier was getan? Nö, leider nicht. Ja. Dann versuchen wir es doch einfach mal und gehen durch die Vordertür. Tütülü. Oh oh. Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen! Och, Mann, oh. Ich bin doch der Neue! Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna! Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht! Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden! Oh. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung! Oh. Du bist nur zu Besuch. Oder? Nein, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich bin's leid. Na toll. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin? Oh, Mello. Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitz den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. Oh ja. So verkehrt wird das schon nicht sein. Dann kommen wir ein bisschen weiter, ist doch super. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Ja, okay. Das habe ich wohl vermasselt. Ja, wir werden uns mit diesen anderen netten Persönlichkeiten, denke ich mal, in der nächsten Folge beschäftigen, dass wir die hier alle mal kennenlernen, wer hier wer ist. Den einen oder anderen kennt man schon. Der Beste ist natürlich Trockelbecher. Oh, mein Trocki. Okay, ja, also... Genau, Droggelbecher und mit, wen haben wir hier noch, dem Aluman und die Residenz. Das schauen wir uns alles dann in der nächsten Folge mal an. Lernen hier unsere Leute kennen, gucken, was wir hier noch entdecken können. Wenn euch was auf dem Herzen liegt, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es noch nicht geschehen ist. Ja, und dann geht's mit unseren Irren oder auch Nicht-Irren weiter. Wir werden es sehen. Also bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!